So, meine Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, heute nehmen wir Toppo bzw. Gott der Zerstörung Bills. Hat sich nur irgendwie so ein bisschen verändert. Heute nehmen wir den mit dem Super Saiyan Gott Goku. Warum jetzt diesen Goku, nicht die beiden? Die beiden nehme ich im nächsten Video als die nehme ich zusammen im nächsten Video. Und da kommen die im übernächsten, der und der. Und genauso werde ich das erstmal machen. Also Toppo, komm heran. Und ich habe schon mal einen Charakter getestet, und zwar diesen hier. Und Alter. Alter, das ist ein geiler Charakter. Könnt ihr auf jeden Fall schon mal drauf freuen, wenn wir den testen, Leute. Der ist arschgeil. Der ist mega nice. Da, also wirklich. Der hat mich jetzt wirklich gerade umgehauen, dieser. Darauf freue ich mich schon richtig, wenn wir den testen. Ich glaube, damit werden euch auf jeden Fall auch die Augen rausfallen, wie bei mir gerade. Das war echt, das ist echt ein mega krasser Charakter. So, Toppo. Ah, die Attacken von Broly. Mal. Ich sagen, kann er nicht treffen oder was? Okay. Okay, warum? Zweimal die gleiche Kacke? Nur eine andere Farbe. Upp. Das ist mal erst ein Goku testen. Okay. Aha, wenn wir angreifen, werden wir blau. Verdammt. Interessant. Wie gesagt, ihr dürft auch mal gerne eure Meinung zu diesen Charakteren in die Dinge zerschreiben, in die Kommentare. Würde mich natürlich immer wieder interessieren, was ihr zu diesen Charakteren sagt. Oh, Super Kame. Los, Wop Kame. Aber leider Gottes hat damit diesen Super Saiyan Goku leider auch nicht die besten Moves. Hoffen natürlich. Wir haben gesagt, wir haben hier Kai Ball. Ah, das ist ein bisschen zu hoch, wa? Naja. Zu groß. Läuft verfolgt der Hakai bei denen. Das ist ja nice. Warte mal. Ernsthaft jetzt? Ja. Ja. Ja, sehr nice. Mega geil. Das ist ein geiler Move. Toppo enttäuscht mich gerade gar nicht. Boom. Gefällt mir ja schon, ne? Und zack. Naja, aber das waren erstmal so die zwei Charaktere für diesen Part. Im nächsten Part werden wir wieder zwei Charaktere zeigen. Ich kann ja schon mal sagen, welche. Und zwar, genau. Zeno, Gogeta und... ja, den da. Obwohl, ganz ehrlich, die beiden können wir auch noch mit zeigen, weil die sind nichts, ja, nichts drauf. Meine Güte, die haben ja keine Custom Moves, also keine eigenen Moves, sondern Moves aus dem Spiel. Die sind, naja, nicht so die besten, sage ich jetzt. Aber dann höre ich auch für heute auf, denn den Rest mache ich dann morgen, weil es ist jetzt schon fast 1 Uhr. Ja. Dann ist für mich heute erstmal 10 Uhr Pause. Morgen mache ich aber dann den Rest wahrscheinlich oder übermorgen. Morgen ist übermorgen. Naja. Ah.
100-fache Urknall, ich sage Zeno Gogeta, aber halt den ganz normalen Moves, wie jeder andere blöde Charakter auch, ne? Schade, wirklich sehr, sehr, sehr schade. Verstehe ich nicht. Naja, gucken, ob die uns noch so ein bisschen enttäuscht oder auch nicht. Ja, die Boss-Attacke, die die Bosse ja normalerweise haben. Amori tritt auch so super starke Attacke. Gibt es so im Spiel eigentlich nicht. Nur die Bosse haben das leider. Wunderfache Urknall Kame hat er auch drauf. Und dann hat er sich einfach mal so gedacht, ach, nehmen wir doch einfach mal die Attacke von Super Shenlong. Klauen wir die doch einfach mal. Und ja. Und zack. So, das war es aber auch wirklich erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall weitermachen. Hier mit dieser ganzen Liste. Und wie gesagt, ihr könnt euch schon mal auf den einen oder anderen Charakter freuen, den ich schon mal vor euch getestet habe. Ja, beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall mit diesen hier weiter. Da haben die auf jeden Fall schon mal Omni-Dingens da. Und natürlich geht es auch noch mit diesen hier weiter. Zwei Stück. Und dann haben wir hier nochmal 11 Transformations Goku. Ob ich. Ja, aber ich denke mal. Doch, die haben alle andere Moves drauf. Da bin ich ja mal gespannt. Dann haben wir hier noch sowas und sowas und. Ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.